Für den Besitzer vom Weizenfeld Büesingen ist der neueste Kornkreis im Land kein Grund zur Freude. Ja, zuerst habe ich nicht recht gewusst, was ich davon halten soll. Aber inzwischen finde ich es total daneben, dass man so etwas macht, in fremden Feldern, ohne Fragen. Einfach, würde ich sagen, mutwillig den Weizen abwalzen, der dann vielleicht kaputt geht und einen Schaden gibt für den Bauer, respektive jetzt in dem Fall für mich. Also eben, Sie glauben in dem Fall nicht an Außerirdische, die das hinterlassen haben? Nein, definitiv nicht. Das Ausmaß des Kornkreises sieht man am besten von einer Anhöhe aus. Das genaue Bild lässt sich aber auch von hier oben nur erahnen. Ein Kreis von geschätzt über 70 Meter Durchmesser zieht sich durchs Feld. Dazwischen die gerade Linie. Eine eher karge Sache. Und für den Bauer vor allem ein Schaden. Die Ähren, die oben aufliegen, gut, die trocknen wieder ab. Aber die, die unten liegen, immer im Feuchten, da ist die Chance dann gross, dass der Kern auswächst. Und das ist ein Schaden für Sie? Das ist ein Schaden für mich. Bei 15 Franken pro 100 Kilo, wo es da weniger gibt dann für den Weizen, weil es Futterweizen ist und nur Brotgetreide. Da könnte der Landwirt ja ein Geschäft machen mit Schaulustigen, die sich den Kornkreis anschauen wollen, wie es an anderen Orten durchaus funktioniert hat. Aber der Erwin Schweizer will keine Touristen in seinem Weizenfeld. Ich habe zwar kaum Zeit, um am Feldrand zu stehen und die Leute rauszujagen, aber ich habe es nicht gerne, wenn sie jetzt ins Feld schalten und noch mehr Schaden machen. Vielleicht. Also, ich würde sie rauskomplimentieren. Einen ersten Besucher auf dem Feld gibt es aber schon. Es ist der Hugo Ruess, der sich seit Jahren für UFOs und Kornkreis interessiert. Am Anfang hat man gesagt, ja, das ist ein Tornado, oder wie heisst es, ja, die gewissen Winde, die machen. Also alles hat einfach eine Begründung gehabt, dass es nicht außerirdisch ist. Aber das ist von denen da oben gemacht. Ich habe ja die gesehen, an 94. Hat mir ein Zeichen gegeben. Sechs Stück sind da rumgeschwirrt, haben sich bewegt. Esoterik und so weiter, da halte ich überhaupt nichts davon. Da ist mutmaßliche, mutwillige Zerstörung von fremdem Eigentum eigentlich. Mhm. Ja, und ich habe einen Schaden, so oder so. Der Besucher auf dem Feld darf sich aber doch noch ein neues Bild machen vom Phänomen. Und er ist enttäuscht. Es sieht schon aus, dass es von Menschen gemacht ist. Die Ähren sind am Boden abgeknickt und nicht bei dem untersten Knötchen wie bei den Echten, wo dann das so 45-50 Grad werden die dort abbogen mit einer hohen Energie, die von oben kommt, die das in kürzester Zeit tut man die Ähren abbiegen. Ein grosser Ansturm von Esoterikern ist also nicht zu erwarten. Das Werk hier in Büesingen ist zwar eindrücklich gross, aber allzu schnell schon entlarvt. Aber das ist eigentlich schade, das ist Verwirrung und man kann es dann nicht mehr genau unterscheiden. Also die sich nicht auskennen. Aber das sieht aus wie von Menschenhand. Schade. Hätte lieber ein echtes gehabt. Wer den jetzt also unechten Kornkreis selber anschauen will, steigt am besten zu der Bergkille St. Michael auf. Dort hat man die beste Übersicht und läuft auch nicht Gefahr, vom betroffenen Landwirt vertrieben zu werden.